Moin, hier ist Robert und in diesem Video wird es absolut verrückt, denn in diesem Video werde ich dir zeigen, wie wir unser Unternehmen Leaders Media durch LinkedIn-Werbung im letzten Jahr auf über 1 Million Jahresumsatz skaliert haben. Und ich werde dir ganz genau verraten, was wir im letzten Jahr alles über LinkedIn-Werbung gelernt haben, was unsere 5 größten Erkenntnisse waren, die wir entlang des Prozesses gelernt haben, die uns unglaublich viel Geld gebracht haben, aber auch gespart haben. Ich werde dir unter anderem verraten, warum ich niemals wieder einer Agentur mein Geld bei dem Thema LinkedIn-Werbung anvertrauen werde und vor allem zeige ich dir ganz genau, wie du mit dem Thema klein starten kannst, worauf es ankommt und wie du wirklich mit dem Thema erfolgreich wirst. Und insofern würde ich sagen, dass wir direkt in das heutige Video reinspringen. Bevor wir heute starten, kurze Frage an dich. Hast du schon darüber nachgedacht, LinkedIn-Werbung zu schalten oder tust es vielleicht bereits aktiv? Schreib es gerne mal unten in die Kommentare. Und wenn dir das Video zu irgendeinem Zeitpunkt gefallen hat, dann würde ich mich natürlich extrem über deinen Like freuen. Und jetzt würde ich sagen, springen wir direkt in das Video rein und zwar in die Fragestellung, wie sind wir eigentlich auf LinkedIn gekommen, auf LinkedIn-Werbung und wie haben wir es wirklich geschafft, unseren Umsatz dadurch im letzten Jahr zu verdoppeln? Und dazu muss man tatsächlich ungefähr 1,5 Jahre zurückspulen. Dort waren wir an dem Punkt mit Leaders Media, wo wir extrem gut dastanden, weil wir uns komplett auf Social Selling auf LinkedIn konzentriert haben und es wirklich perfektioniert haben, durch unseren organischen Content extrem viele Menschen zu erreichen und vor allem diese Aufmerksamkeit, die wir durch unseren Content hatten, in am Ende Interessenten umzuwandeln und diese Interessenten wirklich in zahlende Kunden umzuwandeln. Und das ist tatsächlich auch noch das, wo wir heute noch unsere Kundinnen und Kunden täglich dabei unterstützen, diese Formel zu perfektionieren. Und ich könnte nicht stolzer darauf sein, wie wir das Thema wirklich geknackt haben. Das große Problem an Social Selling auf LinkedIn tatsächlich ist, dass man irgendwann an einen Deckel kommt in seinem Umsatz, weil das Thema einfach seine Zeit braucht. Und das ist auch absolut legitim, aber wir hatten irgendwann das Problem, dass wir halt nicht mehr mit unserem Unternehmen weiter wachsen konnten, weil es natürlich Zeit brauchte, den Content zu erstellen, es brauchte am Ende Zeit, die Leute zu konvertieren und es brauchte natürlich auch Zeit, die Leute dann in Kunden umzuwandeln. Und das war der Punkt, dass wir uns dann irgendwann die Frage gestellt haben, hey, wie können wir mit unserer Firma weiter wachsen? Wir hatten in der Vergangenheit relativ viel Erfahrung tatsächlich mit Facebook-Werbung gemacht. Das große Problem war aber, dass die Leads und die Anfragen immer schlechter wurden und tatsächlich auch das Thema immer weiter ausgetrocknet ist, bis ich es irgendwann komplett abgeschaltet habe, weil es einfach nicht die Kontakte und Interessenten gebracht hat, die wir auch von LinkedIn jetzt gewöhnt waren, sodass diese Formel auch irgendwie für uns tot war. Und das war der Moment, wo wir umgedacht haben und Folgendes umgesetzt haben. Als erstes haben wir uns natürlich alle Möglichkeiten angeschaut, was man machen kann. YouTube-Werbung, Xing-Werbung, bei Facebook oder bei Instagram nochmal in die Tiefe eintauchen oder halt bei LinkedIn. Und da sind wir relativ zügig zu dem Entschluss gekommen, auf Grundlage der guten Ergebnisse durch Social Selling auf LinkedIn, dass LinkedIn die Plattform sein wird, auf der wir Werbung schalten wollen. Denn tatsächlich war ich immer ein großer Verfechter von, wähle eine Plattform aus und gehe dort in die Tiefe, statt irgendwie 3 oder 4 Plattformen so mittelmäßig zu bespielen. Jetzt war es wirklich so, dass wir natürlich schon ein paar Sachen über das Thema LinkedIn-Werbung gehört hatten. Natürlich sprach es sich so rum, dass LinkedIn-Werbung extrem teuer sein sollte, dass der Algorithmus noch nicht so fortgeschritten ist wie bei Facebook-Werbung. Und das war tatsächlich auch der Zeitpunkt, als wir das erste Mal darüber nachgedacht haben, uns eine Agentur zu suchen, die uns bei dem Thema unterstützt. Weil schon immer mehr das Thema Konvertierung unsere Königsdisziplin war und dass wir gesagt haben, hey, vielleicht suchen wir nach einem professionellen Partner, der uns dabei unterstützt. Wir haben uns 5 Agenturen angehört und es war relativ simpel, die beste daraus auszuwählen, weil sie wirklich mit Abstand den besten Eindruck gemacht hat. Und ich kann jetzt schon sagen, es war der größte Fehler, den wir machen konnten. Und zwar ging es los und keine 2 Wochen später, nachdem sie unsere Kampagnen übernommen hatten, habe ich die Reißleine gezogen und gesagt, hey, sorry Jungs, es tut mir leid, aber das, was ihr da veranstaltet, ist weit weg von dem, was wir alleine auf Facebook betrieben haben und ich glaube, wir müssen das Ganze wieder in die Hand nehmen. Von falschen Links in Kampagnen, die tagelang gelaufen sind, von absolut banalen Creatives, die nur nach Werbung geschrien haben, von super mittelmäßigen Texten, die geschrieben wurden und auch wirklich überhaupt keinem Konzept,
wie man kalte Leads am Ende konvertiert bekommt in Anfragen und am Ende auch in hochpreisige Kunden. Und das war der Zeitpunkt, wo wir uns alle in die Augen geschaut haben und uns allen klar war, hey, wir müssen uns dem Thema selber annehmen und wir müssen uns die Werbeanzeigen schnappen. Denn das ist tatsächlich die absolute Königsdisziplin da draußen. Es gehört verdammt viel dazu, profitable Werbeanzeigen zu schalten. Und jetzt haben wir gesagt, hey, dann nehmen wir uns der Challenge an und knacken LinkedIn-Werbeanzeigen. Und das haben wir dann nach und nach umgesetzt. Als erstes haben wir ganz klein angefangen und das ist so Phase 1 auch klein starten. Wir haben uns ein monatliches Werbebudget gesetzt, was uns zu dem Zeitpunkt nicht wehtat und das waren ungefähr so 1000 Euro pro Monat und unser einziges Ziel war erstmal, sich mit der Plattform vertraut zu machen und zu verstehen, wie sie funktioniert. Und wir haben ein einfaches PDF-Dokument fertig gemacht. Ich glaube, es war zu dem Zeitpunkt der Social Selling Leitfaden, den sich die Leute herunterladen konnten und unser einziges Ziel war es wirklich, richtig gute Werbeanzeigen zu schreiben. Uns war klar, dass die Werbetexte super entscheidend sein werden und richtig gute Bilder zu erstellen und zu schauen, was funktioniert und was funktioniert nicht. Und in meinem Kopf hatte ich wirklich das Geld, diese 1000 bis dann irgendwann 3000 Euro pro Monat gedanklich abgeschrieben und war so, hey, ich will erstmal verstehen, wie dieses Spiel überhaupt funktioniert, bevor ich irgendwie versuche, darüber irgendwie profitabel zu werden oder Kunden zu gewinnen. Daran war im ersten Schritt überhaupt nicht zu denken, sondern sich vertraut zu machen, zu verstehen, wie es funktioniert und erste Ergebnisse zu erzielen. Das Ende von Phase 1 war eigentlich, dass wir gesagt haben, dass wir 5 Euro pro Lead sozusagen schlagen wollen, 5 Euro pro heruntergeladenen Report, das, was wir dann irgendwann auch geknackt haben und das wirklich funktioniert haben und wir selbst baff waren, wie günstig am Ende doch LinkedIn-Werbung war, nachdem man verstanden hatte, wie es funktioniert und wenn man verstanden hatte, wie auch Werbeanzeigen auf LinkedIn einfach aussehen müssen. Und da haben wir als erstes draus gelernt, hey, die Technik ist verdammt unwichtig, sondern verdammt gute Werbeanzeigen sind das Entscheidende. Dann kamen wir in Phase 2 und Phase 2 wurde dann schon ein bisschen spannender und da reden wir tatsächlich über ein Werbebudget von 3.000 bis 10.000 Euro pro Monat, wo es jetzt um die Fragestellung ging, ja, kalte Leads sind nett und das ist tatsächlich auch häufig das, wo dich Agenturen hinbringen, dass sie dir kalte Leads bringen, aber jetzt ist natürlich die Frage, wie kriegen wir diese Leute konvertiert? Und da kommt tatsächlich unser Konzept der Conversion Journey ins Spiel und das ist etwas, worüber ich auch in der nächsten Zeit hier auf YouTube mehr sprechen werde, weil das der größte Erfolgsfaktor war, diese kalten Leads nach und nach über die Tage, über die Monate aufzuwärmen und darüber qualifizierte Anfragen für unsere Beratungsdienstleistung zu erhalten. Und unser einziges Ziel zu dem Zeitpunkt war eigentlich bei den 3.000 bis 10.000 Euro wirklich Break-Even rauszugehen. Ne? Natürlich war es mein Ziel, alle Gehälter zu bezahlen und am Ende auch einen kleinen Gewinn zu machen. Aber für mich war es schon ein Erfolg zu sagen, hey, wir sind plus minus null bei dem Monat rausgekommen. Aber ich hatte das erste Mal es wirklich geschafft, kalte Leute zu gewinnen, in Anfragen zu bekommen und zu Kunden zu machen. Und das, wenn du das alleine schon geschafft hast, bist du in der Online-Marketing-Welt schon fast ganz, ganz oben angekommen, weil das die absolute Königsdisziplin wirklich ist. Kalte Kontakte umzuwandeln in zahlende Kunden, die halt nicht nur 20 Euro dir bezahlen, sondern wirklich für Angebote 5.000, 10.000 Euro aufwärts. Und da haben wir uns immer wieder eingespielt, haben immer mehr verstanden, hatten immer mehr Spaß und dann kam eigentlich Phase 3 und man kann sie ein bisschen bezeichnen als mit dem Feuer spielen, weil dann geht es wirklich 10.000 Euro aufwärts pro Monat. Und ich habe irgendwann mal ein cooles Zitat gehört, wer nicht mehr als 10.000 Euro bei LinkedIn ausgibt, hat LinkedIn-Werbung nicht verstanden oder hat Werbeanzeigen allgemein nicht verstanden, weil das gilt sowohl bei Facebook und Instagram galt es als auch bei LinkedIn. Wenn man diese Werbeanzeigen verstanden hat, dann kann man eigentlich nur 10.000 und mehr ausgeben, weil man das Geld reinschmeißt und mehr reinbekommt. Und jetzt kam eigentlich der Zeitpunkt, wo es wirklich darum ging, wie kann man es immer weiter professionalisieren, wie kriegt man den ROI von 2, von 3, von 4, von 5 hin. Das bedeutet wirklich, wie kann man 1 Euro reinschmeißen und bestenfalls 5 Euro daraus machen. Und das ist tatsächlich auch das Spiel, in dem wir heute sind, wo wir auch unseren Kundinnen und Kunden über diese 3 Phasen begleiten und ihnen wirklich dabei helfen, im ersten Schritt erstmal kalte Leads in ihrer Zielgruppe zu bekommen, genau die richtigen Leute zu erreichen und dann mit der Conversion Journey gemeinsam ein Konzept zu entwickeln, wie sie diese kalten Leads über die Wochen und Monate wirklich konvertiert in ihr Kernangebot überführt bekommen. Und das Coole ist, was ich wirklich gelernt habe und erlebt habe, ist, dass LinkedIn weit weg von teuer ist und was wir dann wirklich am Ende für Ergebnisse erzielt haben, hat mich wirklich schockiert.
Als erstes haben wir wirklich gemeinsam mit dem Konzept der Conversion Journey unseren Umsatz im letzten Jahr mehr als verdoppelt. Und dass wir LinkedIn-Werbung wirklich perfektioniert haben, war einer der größten Erfolgsfaktoren für dieses Ergebnis im letzten Jahr. Es vergeht heute eigentlich kein Tag mehr, an dem wir nicht 2 bis 5 qualifizierte Kundenanfragen über LinkedIn-Werbeanzeigen erhalten. Und das wirklich unabhängig komplett von der eigenen Zeit. Also wirklich 2 Stunden pro Woche sitze ich an unseren LinkedIn-Werbeanzeigen und das war's. Und das Ganze schnurrt am Ende, wenn man den Prozess einmal sauber aufgesetzt hat. Und das Coole ist, dass wir wirklich mittlerweile eigene interne Ansprechpartnerin haben bei LinkedIn, die einen unglaublichen Job machen und die tatsächlich unsere Methode, so wie wir die LinkedIn-Werbung schalten, als internes Benchmark weitergeben, was uns absolut ehrt, was aber auch zeigt, dass wir wirklich verdammt viel Kopf und Expertise reingesteckt haben und nicht LinkedIn-Werbung am Ende das Entscheidende ist, sondern die Methodik, wie man das Ganze macht. Und das ist tatsächlich auch etwas, was wir in der Zusammenarbeit mit unseren Kundinnen und Kunden am Ende tagtäglich ihnen zeigen, wie sie die LinkedIn-Werbung am Ende richtig schalten. Ich bin unglaublich glücklich, LinkedIn-Werbung so geknackt zu haben. Und jetzt am Ende des Videos werde ich dir nochmal meine 5 größten Erkenntnisse mitgeben, wenn du darüber nachdenkst, mit dem Thema zu starten oder wirklich das Thema absolut meistern willst. Erste Erkenntnis war, wenn du im B2B-Umfeld wachsen willst, dann ist wirklich LinkedIn-Werbung das Nonplusultra. Ich glaube, auf keiner anderen Plattform kriegt man die Ergebnisse, die wir auf die Beine gestellt haben. Das bedeutet, wenn du irgendwie im B2B-Umfeld mit deinem Unternehmen unabhängig von deiner Zeit wachsen willst, musst du dich in das Thema LinkedIn-Werbung reinfuchsen. Der zweite Punkt ist, traue niemals einer Agentur. Das meine ich gar nicht böse. Es gibt, glaube ich, unglaublich gute Agenturen da draußen. Aber tatsächlich, wenn es um Werbebudget geht und auch gerade wenn es dein eigenes hart verdientes Geld ist, würde ich das wirklich niemandem anvertrauen, sondern wirklich eher darauf setzen, diese Expertise und diese Kompetenz selber aufbauen. Denn tatsächlich, glaube ich, keiner wird sich so sehr um das Wachstum deines Unternehmens kümmern wie du selbst. Und insofern bist du da bestens aufgehoben, wenn du das Thema selber verstehst und wirklich zumindest für eine lange Zeit vorantreibst, bis du jemanden hinsetzen kannst, dem du zeigen kannst, wie du das Ganze aufgebaut hast. Denn das ist am Ende viel, viel günstiger und spart dir am Ende verdammt viel Geld. Dann, was wir gelernt haben, ist, dass Creatives viel entscheidender sind als die Technik oder der Algorithmus. Das bedeutet, kümmere dich lieber darum, richtig gute Werbetexte zu schreiben und verdammt gute Werbeanzeigen zu entwickeln. Das ist viel mächtiger, als irgendwas über die Technik oder den Algorithmus von LinkedIn-Werbung zu wissen. Und das ist tatsächlich auch etwas, was häufig von Agenturen vernachlässigt wird. Und das ist auch etwas, wo wir sehr in die Tiefe einsteigen mit unseren Kundinnen und Kunden. Wie kann man wirklich Werbeanzeigen gestalten, die nicht nach Werbung aussehen? Und dann wirklich extrem gute Ergebnisse erzielen. 4. Punkt ist, dass Werbung allgemein und vor allem auch LinkedIn-Werbung wirklich ein Spiel auf 3 bis 6 Monate ist. Wenn du wirklich nur ein Budget für 1 Monat hast, würde ich gar nicht erst damit anfangen. Plan schon mal bestenfalls Budget wirklich für 3 bis 6 Monate ein, weil auch wie bei Social Selling brauchst du mehrere Kontaktpunkte, dass wirklich Leute überhaupt auf deine Werbeanzeige klicken, dass sie sich etwas runterladen, dass sie sich vielleicht ein Training von dir angucken und dass sie wirklich durch deine ganze Conversion Journey laufen. Das bedeutet, es ist ein langfristiges Spiel, was zwar kurzfristig dir vielleicht ein paar Klicks bringt, aber dass daraus wirklich zahlende Kunden werden, ist ein Spiel auf 3 bis 6 Monate. Das solltest du immer im Hinterkopf behalten. Und der letzte Punkt ist wirklich, und das ist, glaube ich, der wichtigste Punkt ist, bei Werbung liegt das Geld in der Konvertierung. Und das ist tatsächlich auch der Grund, warum wir uns in der Zusammenarbeit mit unseren Kundinnen und Kunden auf das Thema Conversion Journey wirklich spezialisiert haben, weil unserer Überzeugung nach dort vor allem auch der ROI liegt. Umso besser du es schaffst, aus 1 Euro Werbebudget, den du ausgibst, die Leute in deine Angebote zu bekommen und vielleicht sogar in der Zusammenarbeit weiterzuentwickeln, umso mehr entscheidest du darüber, wie viel du an einem ausgegebenen Euro an Werbebudget verdienst. Und das ist der Grund, warum wir das auch tagtäglich mit unseren Kundinnen und Kunden zusammen machen, weil das auch die absolute Voraussetzung ist, diese Conversion Journey wirklich sauber aufgebaut zu haben, bevor man Werbeanzeigen schaltet. Und vielleicht fragst du dich, was der größte Fehler war, den ich bei dem Thema gemacht habe. Und das ist tatsächlich etwas, wo ich dich vor unbedingt bewahren will. Und das ist das Thema ein Stück weit
faul zu werden. Und was meine ich jetzt damit? Es wird dir passieren, dass deine Werbeanzeigen so verdammt gute Ergebnisse erzielen, dass du faul wirst, nicht weiter zu testen. Und das ist mir in der Vergangenheit bei Facebook mehrmals passiert, als auch bei LinkedIn mehrmals passiert, dass ich so gute Ergebnisse bekommen habe, dass ich wirklich gesagt habe, ach, diese Woche brauche ich nicht mehr 2 neue Texte und irgendwie 4 neue Bilder zu testen. Ich lasse es einfach so weiterlaufen. Und was passiert? Die Kiste raucht dir immer irgendwann ab, weil einfach Werbeanzeigen auch ein Spiel ist des ständigen Testens. Und wenn ich dich vor einer Sache bewahren kann, dann hoffentlich vor dieser. Höre niemals auf zu testen und versuch das Thema immer weiter zu perfektionieren. Wenn du nach Unterstützung in dem Bereich LinkedIn-Werbung suchst, dann schau gerne auf leadersmedia.de vorbei und dann lass uns gerne einfach unverbindlich sprechen und wir können schauen, ob und wie wir dir vielleicht helfen können. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass gerne ein Abo da, um kein Video mehr zu verpassen und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis gleich. Same time next week. Same time next week. All right.